Genau diese Situation kennt vermutlich jeder von euch, endlose Ladebalken, auf die man immer wieder schauen muss, weil das neue Video einfach nicht lädt. Ich muss gestehen, ich bin teilweise wirklich schon ausgerastet, weil ich immer wieder auf diese Ladebalken geschaut habe und weil über Jahre mein Internet zu Hause einfach richtig schlecht war. Das ging teilweise sogar so weit, dass ich bei mir zu Hause meine mobilen Daten verwendet habe, weil ich aus manchen Räumen einfach noch nicht mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben konnte. Aber vor kurzem kam dann bei mir die Firma Devolo ins Spiel und mit einem Mal hat sich alles verändert und meine Internetprobleme waren plötzlich Vergangenheit. Wie genau ich das geschafft habe und welche Produkte auch euch zu einem Leben ohne Internetprobleme verhelfen können, all das und ein bisschen mehr klären wir natürlich in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hey zusammen, ich bin Laurin und auf diesem Kanal hier veröffentliche ich regelmäßig neue Videos rund um die aktuellste Technik und falls euch diese Videos hier gefallen und ihr den Kanal gerne unterstützen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video einmal auf Abonnieren klickt. Bevor wir uns jetzt gleich die Produkte von Devolo ein bisschen im Detail anschauen, noch ein ganz kleiner Transparenzhinweis vorneweg. Alle Produkte, die ich in diesem Video hier vorstelle, wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, das heißt vielen Dank auf jeden Fall dafür und vielen Dank auch an Devolo für die Unterstützung bei diesem Video. Bei alledem ist meine Meinung aber immer noch meine eigene und selbstverständlich wurden mir hier keine Vorgaben bezüglich des Videos gemacht. Zuallererst aber, wer ist Devolo eigentlich und was macht ihre Produkte überhaupt aus? Devolo ist ein deutsches Unternehmen, welches 2002 in Aachen gegründet wurde und auch bis heute genau dort seinen Standort hat. Devolo hat sich hauptsächlich auf Netzwerktechnologie spezialisiert und mit Sicherheit habt ihr hier und da schon mal ein Devolo-Produkt gesehen. Das Schöne ist, ich habe mich im Rahmen der Planung für dieses Video auch einfach mal mit den zuständigen Personen von Devolo unterhalten können und so habe ich auch mitbekommen, dass sich die Marke Devolo wirklich direkt auf die Bedürfnisse der Kunden fokussiert und insbesondere die einfache Installation, die Laufstabilität und die Performance der Produkte bei der Entwicklung im Vordergrund stehen. Nach dem Motto, das beste Produkt ist das, bei dem man im Alltag teilweise vergisst, dass es überhaupt da ist, weil es einfach funktioniert. Im Prinzip gibt es zwei sehr gute Lösungen von Devolo, die euer Internet zu Hause endlich richtig schnell machen und die stelle ich euch jetzt in diesem Video einfach mal vor. Zum einen hätten wir da die Devolo Repeater. Den Repeater 3000 auf der einen und den 5400 auf der anderen Seite und die sind hauptsächlich erstmal dafür da, euer bestehendes WLAN-Netzwerk abzufangen und dann verstärkt wieder erneut auszugeben. Ihr könnt euch jeden von diesen Repeatern so ein bisschen wie einen zweiten Router vorstellen, der sich nahtlos mit in das Netzwerk integriert und letztendlich einfach dafür sorgt, dass an mehr Stellen im Haus besseres WLAN vorhanden ist. In der Praxis funktioniert das folgendermaßen. Der 5400er Repeater kommt mit einem Kabel in der Verpackung und kann damit erstmal mit Strom versorgt werden und der 3000er Repeater kann sogar direkt als solcher in die Steckdose gesteckt werden. Die Einrichtung funktioniert dabei wirklich kinderleicht. Entweder ihr drückt sowohl an dem Repeater als auch an eurem Router die WPS-Taste und beide verbinden sich automatisch. Oder alternativ ladet ihr euch einfach die Devolo-App aus dem App Store oder Play Store herunter und darin könnt ihr dann ganz einfach sowohl den Repeater als auch das bestehende Netzwerk auswählen, welches ihr erweitern wollt. Die App ist dabei wirklich sinnvoll aufgebaut und liefert euch im Anschluss immer die nötigsten Informationen und ihr behaltet eure Netzqualität immer im Blick. Sowohl in der App als auch an den LEDs auf dem Repeater seht ihr dann jederzeit, ob der Standort des Repeaters gut gewählt ist und dieser auch den bestmöglichen Empfang hat. Sollte das mal nicht passen, könnt ihr einfach einen anderen Ort wählen, bei dem die Verbindung zum Router dann besser ist. Wichtig ist deshalb an der Stelle natürlich auch, der Repeater kann natürlich immer nur die Internetgeschwindigkeit weitergeben, die er eben auch selber erhält. All das führt jetzt aber schon mal dazu, dass die Internetgeschwindigkeit in diesem Haus hier schon mal ein ganzes Stückchen besser geworden ist. Es kommt dabei aber noch immer so ein bisschen drauf an, wo genau man sich im Haus jetzt eigentlich aufhält, denn WLAN im Allgemeinen hat einen großen Feind und zwar Wände, insbesondere Stahlbeton. Für die Funkwellen ist es einfach sehr schwer, durch diese Wände hindurch zu gelangen und umso dicker die Wände sind, umso schwieriger wird das eben. Und genau weil das so ein großes Problem ist, gibt es von Devolo noch eine ziemlich interessante zweite Lösung, um das Internet besser zu machen und diese Hürde einfach zu umgehen. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und zwar handelt es sich dabei um die Powerline-Adapter. Diese sehen folgendermaßen aus und machen sich eine Sache zunutze, die wir alle in unseren Häusern und Wohnungen sowieso schon haben. Und zwar die Stromleitungen. Angenommen, es gibt bei euch wie bei mir hier zwei Stockwerke und der Router steht oben und in den unteren Räumen habt ihr durch viele verschiedene Wände nur schlechten Empfang. Dann nehmen wir zuerst hier so einen Magic Wi-Fi Adapter und stecken ihn zum Beispiel jetzt unten in die Küche in eine Steckdose. Den Magic LAN Adapter, der im Starter-Kit gleich mitgeliefert wird, den steckt ihr dann einfach neben euren Router in eine
Steckdose und verbindet ihn mit einem LAN-Kabel. Was jetzt passiert, ist folgendes. Die beiden Magic-Adapter verbinden sich über das Stromnetz des Hauses miteinander und so wird das Internet direkt und nahezu ohne Verlust vom Router an alle weiteren Adapter im Haus weitergegeben. Denn an der Stelle ist es jetzt auch möglich, gleich mehrere Magic-Wi-Fi-Adapter im ganzen Haus zu verteilen und so zum Beispiel jeden Raum mit dem besten WLAN auszustatten. Das ganze von euch aufgebaute Netz könnt ihr jetzt natürlich wieder jederzeit in der Devolo-App anschauen. Und wenn ihr den Powerline-Adapter jetzt noch über die WPS-Taste mit eurem Router verbindet, dann wird daraus ein sogenanntes Mesh-System und nach außen hin sieht es so aus, als ob ihr lediglich ein einziges Netzwerk habt. Das bedeutet dann auch, euer Smartphone zum Beispiel verbindet sich automatisch mit dem Gerät, welches die beste Verbindung hat, davon bekommt ihr aber rein gar nichts mit und es läuft alles einfach im Hintergrund, nicht mal der Name des WLANs ändert sich dabei. Und genau das ist bei diesem System auch der Riesenvorteil. Es ist wirklich Plug and Play und funktioniert innerhalb kürzester Zeit einwandfrei. Und ihr als Nutzer habt überall, wo ihr euch befindet, guten WLAN-Empfang und müsst euch um nichts weiter Gedanken machen. Zu guter Letzt gibt es aber auch noch eine dritte Möglichkeit, richtig gutes Internet in euer Haus zu bringen und das gilt vor allem für ältere Einfamilienhäuser. Denn mit der Gigabridge von Devolo wird das Internet zum Beispiel von dem Anschluss im Keller über die Koaxial- bzw. Telefonleitung bis nach ganz oben geleitet und dort wieder abgefangen. In vielen Fällen sind diese Leitungen zwar noch verbaut, werden aber längst nicht mehr verwendet und genau in solchen Fällen kann das eine sehr gute Lösung sein. Für die meisten von euch machen die Powerline-Adapter vermutlich mehr Sinn, dennoch wollte ich das der Vollständigkeit halber hier einfach mal erwähnt haben und falls das für euch doch interessant sein könnte, dann findet ihr alle weiteren Informationen unten in der Videobeschreibung. Zusammengefasst kann ich euch am Ende von diesem Video Folgendes mit auf den Weg geben. Wenn ihr zu Hause Probleme mit eurem WLAN habt, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, um das zu beheben. Entweder ihr erweitert euer Netz mit Hilfe eines Repeaters, der in passender Entfernung zum Router steht und somit euer WLAN einfach verstärkt. Oder ihr nutzt die Powerline-Adapter, speist euer WLAN sozusagen in die Stromleitung ein und greift es dann an beliebiger Stelle wieder ab, so habt ihr dann überall eine Top-Verbindung. Falls das für euch jetzt spannend klingt, dann schaut doch gerne mal unter diesem Video in der Videobeschreibung vorbei, ich habe euch da alle Informationen zu den Produkten von Devolo verlinkt, das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich an der Stelle bei Devolo für die Unterstützung von diesem Video und falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen zu den Produkten habt, dann schreibt das Ganze doch gerne mal unten rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut Leute, haut rein und bis dahin, ciao.